Grüßt euch und herzlich willkommen zum neunten Teil zum Bau meiner Spundanlage. In diesem Video unterbreche ich wetterbedingt meine Sommerpause und zeige euch, wie ich meine Drehscheibe aufgebaut habe. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. So, heute fange ich mal mittendrin an. Und zwar, ich habe sie schon ausgepackt und jetzt habe ich schon die untersten, ja, vier Schichten habe ich jetzt schon verklebt. Ich habe das hier schon geschliffen und habe die Stellen, wo die Dinge hinkommen, die Schwellen markiert. Und das machen wir jetzt zusammen mal ein Stück. Gut, jetzt habe ich meinen hochviskosen Sekundenkleber, meine Kupferschwellen. Und die klebe ich jetzt an die dafür vorgesehenen Stellen. Brauche ich ein bisschen Papp drauf und dann wird das hier schön mittig aufgeklebt. So, jetzt mache ich den Rest so und dann schauen wir es uns an. Ich habe jetzt die ganzen Kupferschwellen und die Holzschwellen aufgeklebt. Das ist alles jetzt soweit fertig. Jetzt kommt als nächstes dann der Ring hier drauf und dann wird das Gleis oder die Schiene aufgelötet außenrum. So, mal einen kleinen Zwischenstand. Also bis jetzt lässt sich es echt super bauen. Die Teile passen. Es schaut bis jetzt ganz gut aus. Es ist alles schön gerade und eben. Ich hatte ja so ein bisschen Sorge, weil ich manchmal bei so Bauten ein bisschen rumstümper. Aber bis jetzt funktioniert das astrein. Auch das Löten von dem Ring hat gut funktioniert. Es wird langsam. Jetzt habe ich die ersten Brückenteile soweit fertig. Das hat auch wieder alles super geklappt soweit. Ich fand allerdings, dass ein bisschen straff in die, dass die Zapfen ein bisschen straff in die Konstruktion gingen. Also es war ein bisschen Gewürge. Ich hätte es wahrscheinlich vorher ein bisschen abschleifen können oder sollen. Oder das hätte es vielleicht besser gemacht, aber es ging jetzt auch so und das ist stabil. Genau, das sind die zwei Teile. Dann habe ich den Rahmen, genau, der ist auch soweit fertig. Hier meine Kleinteile. Das habe ich jetzt alles schon präpariert zum Grundieren. Das mache ich jetzt als nächstes. Und noch hier, wo dann das Gleis drauf kommt, der. Ein kleiner Zwischenstand aus dem Kammer. Hier ist immer noch Sommerpause. Aber ich habe meine Lackierarbeiten nach hier unten verlagert. Weil es hier wurscht ist, wenn es hier stinkt. Da kann es dann schön ausdunsten. Ich habe es ja in meinem Short schon immer mal beschrieben. Ich habe das jetzt soweit grundiert. Das ist jetzt eigentlich soweit alles fertig. Und jetzt habe ich hier schon eine Farbe ausgewählt. Und die werde ich jetzt auf meine Brückenteile auf, beziehungsweise Bühnenteile, ne, Brückenteile, wie auch immer, werde ich das auftragen. Aufsprühen mit der Airbrush. So, die Airbrush ist geladen und ich habe schon alles soweit vorbereitet. Hier habe ich mir einfach ein Stück Pappe genommen und da habe ich dann ein Kreppband verkehrt rum drauf geklebt und dann meine Kleinteile schön drauf platziert. Und hier die Teile, die muss ich sowieso in der Hand halten. Aber jetzt würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. So. Erster Anstrich. Gut, das funktioniert sehr gut bis dato. Ich mache das jetzt allein fertig und dann zeige ich euch das Ergebnis. Jetzt habe ich die erste Schicht drauf. Ich glaube, das reicht auch. Ich glaube, ich belasse es bei einer Schicht. Jetzt habe ich alles geairbrushed. Ich muss schon sagen, für so feine Sachen ist die Airbrush-Pistole halt einfach Gold wert. So lästig das dann ist, die sauber zu machen.
Aber dafür funktioniert das halt super. So, das lasse ich jetzt wieder trocknen. Genau. Jetzt muss ich die Pistole noch sauber machen. Und dann mache ich Feierabend für heute. So, nachdem ich jetzt das alles lackiert habe und nochmal mit einer Schicht matten Klarlack über brushed habe, schaut es jetzt so aus. Ich habe jetzt schon alles zusammengebaut. Und ja, das ging auch wieder eigentlich ohne Probleme. Hier die Räder, die drehen einwandfrei. Das funktioniert alles. Jetzt fehlen mir nur noch die Schienenstühle bzw. die kleinen Eisen für hier. Die Schiene muss ich noch zurechtschneiden und aufkleben dann. Das habe ich aber erst bestellt. Ich hatte ja bloß 6 Wochen Zeit, dass ich das hätte bestellen können. Habe ich natürlich wieder nicht gemacht. Und naja, gut, und das hier habe ich jetzt gelötet. Das kommt dann hier unten rein. Zack. Und dann kann man drellern. So, während ich auf die Bühnenteile, auf die fehlenden warte, habe ich hier schon mal mit der Grube angefangen. Und zwar, ich weiß nicht, man sieht es wahrscheinlich schlecht, habe ich mit einer Spachtel hier von Bergswerk schon mal ein bisschen angefangen, die Grube aufzufüllen. Und jetzt muss ich noch, es ist ein bisschen uneben alles noch. Ich habe es jetzt schon einmal geschliffen hier in der Mitte. Das muss ich noch ein bisschen sauberer machen. Und am Rand möchte ich auch ganz gerne noch steifen, beziehungsweise spachteln und dann steifen. Genau, dann kann ich da nämlich meine Betonstruktur reinritzen. So, jetzt habe ich alles vorbereitet soweit. Habe ich hier die Kontakte ein bisschen abgeklebt. Und die habe ich auch schon hingelötet unten. Hier habe ich einen kleinen alten Kübel, da stelle ich mir das drauf. Und dann nehme ich mir von meiner Spachtel und schmiere die mal grob drauf. Ich hatte jetzt schon 2 Schichten, das ist jetzt quasi die dritte. Gut. So, jetzt habe ich die dritte Schicht gemacht. Jetzt lasse ich das wieder trocknen. Jetzt habe ich die Grube soweit fertig, habe alles geschliffen. Das ist wunderbar glatt. Und jetzt mache ich gerade die Einteilung für die Betonplatten. Ich habe ja erst überlegt, mache ich Betonplatten oder mache ich ein Pflaster. Und dafür benutze ich ein Konturenband mit 3 mm. Und dann sind hier drüben schon die Maße für die Einteilung eigentlich ganz gut vorgegeben. Jetzt hoffe ich, dass sich das hier rausgeht. Mal hier einfach von Schwelle zu Schwelle. So, dann nehme ich meinen Stift. So schaut das dann aus. Auf der Bühne ist es inzwischen so, da sind die Teile gekommen, die fehlenden. Und da habe ich jetzt schon das Gleis hingeklebt. Ich habe es allerdings, muss ich gestehen, und habe hier schon die 2 Bretteln. Ja, jetzt wird es langsam. So, nachdem ich jetzt alles geritzt hatte und das so ein bisschen noch ausgefranst habe und hier und da einen kleinen Riss, habe ich jetzt das grundiert mit einem Grau. Hier, was habe ich da genommen? Sky Cray. Bisschen verdünnt. Und dann habe ich hier außen den Ring angemalt, das Gleis und die Schwellen in unterschiedlichen Farben. Und jetzt habe ich folgendes Problem festgestellt. Und zwar ist hier eine. Das hat es mir hier zu der Seite hin hochgezogen.
Und da muss ich jetzt schauen, wie ich das wieder gefixt bekomme. Ich habe mir jetzt vorgestellt, dass ich hier eine Wasserwaage drauflege und dann von der anderen Seite hier mit Holz, sieht super, wenn man das außerhalb der Kamera macht, hier mit Holz abstütz und dann, dass ich das gegenspanne und dann, dass ich das zurück. Sage ich euch mal, wie ich mir das vorstelle. Ich habe jetzt hier auf der Seite habe ich ein Stück Pappe untergelegt und das Gleis. Ich weiß nicht, ob man es gut sieht. Und habe das Ganze mit Schraubzwingen eingespannt, vorn und hinten. Und jetzt hoffe ich, dass es mir das ein bisschen hier in die andere Richtung überstreckt. Das muss ich jetzt rausfinden, ob das geht. Jetzt werde ich noch ein feuchtes Handtuch drumherum machen und es dann auf die Heizung legen. Die Grube habe ich jetzt soweit fertig, farblich behandelt. Ich habe jetzt nochmal das ein oder andere Wasch drüber. Und habe hier außen am Rand ein bisschen mit einem schwarzen Wash noch ein bisschen gealtert. Jetzt muss ich es noch mit einem matten Klarlack ein bisschen lackieren. Und die Mauer hier am Rand muss noch rein. Da habe ich was anderes bestellt, das ist noch nicht da. Und ich habe es jetzt schon mal getestet. Die Bühne, die war 3 Tage jetzt eingespannt. Und es ist jetzt auf jeden Fall besser geworden. Es ist jetzt so, dass man damit leben kann. Also hat sich's gelohnt. Jetzt muss ich halt schauen, wenn ich die jetzt noch farblich nachbehandle, ob sich da noch mal irgendwas tut. Aber ja, so schaut es jetzt momentan aus. Ich bin jetzt gerade dabei, die Mauer außenrum. Da habe ich von Vollmer habe ich so ein Steinkunst. Material mir geordert und da habe ich jetzt auf die Rückseite einfach die Streifen geklebt und dann ausgeschnitten. Und da bin ich jetzt gerade dabei, das zu machen. Jetzt werde ich da noch ein paar Fugen rein zaubern und dann klebe ich das hier ran. Und dann wird das gleich in einem Guss alles noch matt lackiert und dann bin ich eigentlich soweit fertig. So, jetzt möchte ich euch noch den vorläufigen Endstand meiner Drehscheibe zeigen. Da sind jetzt die Mauern reingekommen. Dann habe ich das Ganze noch ein bisschen mit Pulverfarben behandelt und mit mattem Klarlack lackiert. Dann habe ich dem Häuschen sein Dach verpasst und sein Bedienelement mitsamt Schlauch, wofür auch immer der gut sein mag. Genau, auf der Rückseite ist ein Motor und ein Frog Chooser dazu gekommen. Den benutze ich als Kehrschleifenmodul. Ja, die Probleme mit dem Abstand haben sich so weit gegeben. Man sieht es auf der Seite noch ein bisschen. Aber ich hoffe, dass es nicht so das Thema ist, weil das auch so ein bisschen nachgibt und durch das Gewicht der Lok. Das wird sich noch zeigen beim Einbau dann. Ja, zu dem Bausatz bleibt nicht viel zu sagen. Ich fand ihn sehr schön zu bauen. Das war einer der besten Bausätze, die ich hier hatte. Und ja, es hat mir sehr viel Freude bereitet. Es ging auch gut zu bauen. Also auch ich glaube, für Laien ist das auch gut zu machen. Dann möchte ich noch dem Thilo danken für seine deutsche PDF-Datei, die er mir zukommen hat lassen. Ich habe sie nicht wirklich gebraucht, aber er hat sich sehr viel Mühe damit gegeben. Aber eigentlich habe ich alles ja so ziemlich nach seinen Tutorials gebaut. Das hat wunderbar funktioniert. Also an dieser Stelle, lieber Thilo, vielen Dank nochmal. Ihr könnt mal beim Thilo vorbeischauen. Das ist Thilos Spur-0-Keller. Der hat die gleiche Drehscheibe gebaut in einer anderen Variante, auch sehr gelungen. Ja, und ansonsten bleibt eigentlich nicht viel zu sagen. Dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Hoppala.